Ein niederländischer Möbeltransporter ist auf der Bundesstraße 51 bei Stadtkyl verunglückt. Warum der 44-jährige Fahrer eines niederländischen Sattelzugs mit Möbeln beladen auf dem Abschnitt zwischen Stadtkyl und Schönfeld aus der Spur geriet, kann derzeit niemand sagen. Fest steht, dass er in Fahrtrichtung Trier unterwegs war und in einer langgezogenen Linkskurve geradeaus fuhr. Der Mann am Steuer versuchte nach Angaben der Polizei Brüm gegenzulenken. Daraufhin kippte der Transporter rechts neben die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer, leicht verletzt, wurde vom Notarzt erst behandelt und vom DRK ins Brümmer Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und der Straßenmeisterei waren die Feuerwehren aus Stadtkyl, Schönfeld, Jünkerath und Lissendorf mit insgesamt 35 Kräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle und fingen auslaufenden Dieselkraftstoff auf. Dazu Einsatzleiter Dominik Schüler. Gegen 14:24 Uhr hat sich hier ein Lkw-Unfall ereignet auf der B51 im Bereich Stadtkyl. Dabei ist ein Lkw beladen mit Möbeln auf die Seite gefallen. Der Fahrer war noch in der Kabine drin, aber nicht eingeklemmt. Der wurde durch die Feuerwehr befreit, um den Rettungsdienst zu übergeben. Bei dem Unfall hat sich der Lkw die Dieseltanks aufgerissen, sodass die Feuerwehr hier ca. 450 Liter Diesel abpumpen musste und auffangen musste. Im Zuge der Rettungsarbeiten bildeten sich zeitweise Staus in beiden Richtungen, die sich aber bald auflösten. Die Bergung per Kran war für den Abend vorgesehen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.